Johanna wird sie heißen, die kleine Thüringer Waldziege. Landwirtschaftsminister Dr. Till Backhaus hat ihr diesen Namen ausgesucht. Der Buchstabe J war dabei vorgegeben. Johanna und die beiden frisch getauften Geschwister Jorinde und Jakob erweitern den Bestand an dieser bedrohten Haustierart. Seit der Vergrößerung des Bauernhofes im vergangenen Jahr sind die Thüringer Waldziegen in Schwerin zu finden. Die Thüringer Waldziege ist wie alle anderen Nutztierarten auf unserem Bauernhof eine sehr stark bedrohte Nutztierrasse, die vor 100 Jahren, 150 Jahren sehr weit verbreitet war aufgrund ihrer guten Fleischqualität. Nach und nach dann aber im Rahmen der Kommerzialisierung der Tierzucht gegenüber anderen effektiveren Arten verschwunden ist. Am Landeszootag, übrigens schon im 7. Jahr durchgeführt, widmen sich alle teilnehmenden Einrichtungen im Land einem Thema. Biodiversität vor der eigenen Haustür lautete es in diesem Jahr. Der Schweriner Zoo wandelt sich gerade zu einem Artenschutzzoo. Gegen eine breite biologische Vielfalt, gerade auch von heimischen Tieren, spricht das nicht. Zumal der Landwirtschaftsminister auf der botanischen Führung schnell erfahren hat, wenn er es nicht schon vorher wusste, vielfältig ist nicht nur die Tier-, sondern auch die Pflanzenwelt im Schweriner Zoo. Wir gehen davon aus, wir haben in unseren großen Parks, die ja zum Teil von Lenné angelegt worden sind, bis zu 25.000 verschiedene Arten. Und dabei spielen natürlich die Bäume, die Büsche, die Pflanzen eine ganz große Rolle, weil sie sind ja in Symbiose mit anderen Arten, wiederum mit tierischen Arten. Insofern finde ich es wirklich toll, dass man auch hier mittlerweile Führung ja anbietet, nicht nur Tiere anzusehen, sondern auch die besondere Artenvielfalt im Bereich des Pflanzenreichtums zu zeigen. Der Schweriner Zoo liegt mitten in einem Wald. So konnte Gärtner Robert Gemert nicht nur sehr viele verschiedene Pflanzen und Bäume zeigen. Sein Job verlangt es, sehr genau hinzuschauen. Wo darf eigentlich welche Pflanze und welcher Baum stehen bleiben? Wichtig ist ja auch, dass es nicht giftig ist, im Endeffekt. Zwecks den Besuchern und den Tieren auch. Weil die Tiere haben in den Gehegen auch ziemlich viele Pflanzen. Und es ist ein wirklicher Balanceakt, also das hinzubekommen. Weil es halt sehr viele Pflanzen gibt, die die Tiere nicht abkönnen, beziehungsweise die Besucher. Und es wird auch meistens so gestaltet, dass die Besucher indirekt geleitet werden durch die Pflanzen. Das heißt, sie werden weitergeleitet zu gucken. Also jetzt kann man hier an der Pflanze nicht vorbeigucken, gehen sie ein Stückchen weiter und sehen dann gleich den Tiger, den Bären und so weiter und so fort. Beachtet man als Besucher jetzt nicht so wirklich, aber wird indirekt im Hintergrund sozusagen gestaltet dann. Ne? Minister Backhaus auf dem Bienenlehrpfad. Gerade hier zeigt sich ein Anliegen des Landeszootages, Umweltbildung. Gerade vormittags waren einige Schulklassen im Schweriner Zoo unterwegs. Allein in diesem Jahr haben schon 80.000 Schüler die Zooschulen im Land besucht. Diese Inhalte müssen natürlich auch an die Besucher oder auch idealerweise an die Schüler herangebracht werden. Von daher ist Umweltbildung für uns ganz wichtig, sei es durch die Gehegebeschilderung oder aber unsere Zooschule, in die sich Schulklassen sozusagen einmieten können und ihren ganz normalen regulären Unterricht raus ins Grüne, ins Freie verlegen können, eben hier in den Zoo, um tatsächlich am lebenden Objekt dann den Unterrichtsinhalt auch zu erfahren. Und es geht ja auch um soziale Kompetenz, es geht um Teamfähigkeit. Da ist mein Grund- und Leitspruch immer, wer mit Tieren und Pflanzen gut umgeht, der geht auch mit Menschen gut um. Und das würde ich gerne weiter ausbauen. Und dabei spielen natürlich auch unsere Großschutzgebiete eine wichtige Rolle. Die Nationalparke, die Biosphärenreservate, die Naturparke und selbstverständlich auch der Wald. Unsere 29 Forstämter haben alle mittlerweile auch das Thema Umweltbildung mit sich auf die Fahnen geschrieben. Ein Thema, das bei der Umweltbildung dringend behandelt wird, ist das Thema Bienen. Im Schweriner Zoo steht seit einem Jahr ein Bienenhaus. Hier können die Besucher den zwei Bienenvölkern quasi bei der Arbeit zusehen. Den Honig gibt es auch im Zooladen zu kaufen. Auch der Landwirtschaftsminister durfte sich am Landeszootag ein leckeres Glas Bienenhonig mit nach Hause nehmen. Wenn die Sonne wieder scheint und die Parks im Land aufblühen, dann ist es Zeit für die AOK-Sommerkurse. Ob Qigong oder Yoga, im Park oder am Strand, Entspannung pur. Gönnen Sie sich eine Auszeit und bringen Sie Ihren Geist und Ihren Körper in Einklang. Die AOK Nordost lädt Sie ein. Ob Sie Mitglied bei der AOK Nordost sind, ist egal. Die Sommerkurse sind kostenfrei. Mit Qigong entspannen Sie in Schwerin im Schlossgarten vom 14. Juni bis 19. Juli jeden Mittwoch von 17 bis 18 Uhr.
In Rostock am AOK Active Beach vom 12. Juni bis 17. Juli, jeden Montag von 18 bis 19 Uhr. In Ludwigslust im Schlosspark vom 3. Juli bis 7. August, jeden Montag von 16 bis 17 Uhr. Yoga in ganz besonderer Atmosphäre erleben Sie in Rostock mit Yoga am Strand am AOK Active Beach vom 31. Juli bis 4. September, jeden Montag von 18 bis 19 Uhr. Und in Ueckermünde mit Yoga am Haff im Park an der Volksbühne vom 9. Juni bis 28. Juli, jeden Freitag von 17 bis 18.15 Uhr. Kommen Sie vorbei, bringen Sie gute Laune und bequeme Kleidung mit. Die AOK Nordost freut sich auf Sie bei den Sommerkursen. MV1, mein Land, mein Sender, präsentiert die Warnemünder Portpartys 2017. Feiern Sie mit, wenn die Giganten der Meere den Warnemünder Kreuzfahrthafen verlassen. Erleben Sie Live-Musik und maritime Unterhaltung auf der schwimmenden Bühne Santa Barbara Anna. Freuen Sie sich auf tanzende Schlepper und ein Höhenfeuerwerk zum Auslaufen des letzten Kreuzfahrtschiffes. Ab 17 Uhr am Passagierkai Warnemünde. Präsentiert von MV1, mein Land, mein Sender. Infos finden Sie auf der Facebook-Seite Warnemünder Portparty. Die Anklam Extrakt GmbH ist eines der wichtigsten Unternehmen der Region Ostvorpommern. Anklam Extrakt produziert Pflanzenextrakte vor allem für die Lebensmittel- und Gesundheitsindustrie, die das Unternehmen weltweit vertreibt. Am 17. Juli feierte Anklam Extrakt sein 10-jähriges Jubiläum am Standort und die Einweihung eines Hallenneubaus. Das ist für uns ein sehr, sehr wichtiger Schritt in Bezug auf Nachhaltigkeit und Lieferfähigkeit. Denn mit diesem Lager, mit diesem Rohwarenlager, können wir weltweit einkaufen, wenn die Rohware geerntet wird, wenn sie gerade preislich günstig ist, und dann hier lagern für mindestens 2 Jahre auf Vorrat. Und damit können wir unsere Kunden weltweit mit Extrakten versorgen. Das neue Rohwarenlager bietet Platz für 4.500 Paletten. Der Bau enthält auch einen neuen Bürotrakt für den wachsenden Bedarf an Mitarbeitern in Verwaltung und Labor. Für den Anklamer Bürgermeister ist Anklam Extrakt ein Vorzeigeunternehmen. Ja, das Unternehmen ist für uns heute sozusagen Gold wert im Stadtgebiet, weil vor allen Dingen viele Arbeitsplätze geschaffen worden sind, mittlerweile fast an 80 komplett neue Arbeitsplätze, also nichts verlagert, sondern wirklich neue Arbeitsplätze entstanden sind, die vor allen Dingen auch alle ein gewisses Niveau haben. Das heißt, wir haben hier viele Laboranten, wir haben Entwickler, wir haben Ingenieure hier in dem Unternehmen. Das heißt auch ein bisschen Zuzug in die Region und in die Stadt. Und das Unternehmen, denke ich, wird auch weiterhin eine dynamische Entwicklung nehmen. Insofern ein super Tag für Anklam und eines der wichtigsten Unternehmen in der Zukunft. Gut, lieber Anklam. Für das Land Mecklenburg-Vorpommern sind Unternehmen wie Anklam Extrakt willkommene Beispiele für erfolgreiche Ansiedlungen. Wir sind froh, dass die nach 10 Jahren einen Erweiterungsbau hier auf die Beine gestellt haben, den das Land auch gut gefördert hat. Das sind besondererweise EFRE-Mittel und GRW-Mittel. Von daher sehen wir jetzt der Zukunft sehr gut entgegen. Immerhin sind mittlerweile 75 Beschäftigte hier festzustellen. Und es ist auch so, dass hier das Hauptwerk ist. Das ist ja auch nicht immer für die neuen Länder das, was man verkünden kann. Und eine Nebenstelle gibt es mittlerweile in Nürnberg. Das Land hat seit 1990 mehr als 1.000 Investitionsvorhaben im Landkreis Vorpommern-Greifswald unterstützt. Der Aufbau von Anklam Extrakt wurde von Anfang an durch die Wirtschaftsförderer des Landes und der Region begleitet. Ein wunderbares Beispiel, dass auch im ländlichen Raum Vorpommerns Unternehmensentwicklungen sehr, sehr großen Erfolgen machbar sind. Und das stimmt eben alles. Engagement, Entwicklung, gute Strategie, super Standort, starke Unterstützung vom Land und vor Ort. Rundum alles in Ordnung. Die Anklam Extrakt bekennt sich klar zum Standort. Die Stärken des Standorts sind einerseits die unbürokratische
Behandlung unserer Wünsche. Also wir finden immer ein offenes Ohr bei Behörden und Ämtern. Das ist hier sehr, sehr positiv. Wir haben hier genügend Fläche. Uns gehört noch eine Reihe von Grundstücksfläche, wo wir entsprechende Erweiterungen durchführen können. Und wir haben hier einen ganz wichtigen Stab an Mitarbeitern aufgebaut. Wir schaffen in der Region Arbeitsplätze. Das Bekenntnis zum Standort kann auch am Namen festgemacht werden. Produkte der Anklam-Extrakt tragen den Namen der Hansestadt in die ganze Welt. Ziemlich großer Bahnhof auf dem Gelände des Nahverkehrs Schwerin am Dienstag. Kein geringerer als das Staatsoberhaupt, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, schwebte per Hubschrauber in die Landeshauptstadt ein. Hier startete der SPD-Politiker gemeinsam mit der neuen Ministerpräsidentin Manuela Schwesig zu einer zweitägigen Tour durch Mecklenburg-Vorpommern. Im Schweriner Rathaus trafen Steinmeier und Schwesig auf den Kinder- und Jugendrat von Schwerin. Dieser setzt sich zum Beispiel in Ausschüssen für die Rechte und Interessen von Kindern und Jugendlichen ein. Ich glaube, dass das Thema, was ich in meiner Antrittsrede genannt habe, wir müssen uns wieder stärker um unsere Demokratie kümmern, auch ein Thema hier in Mecklenburg-Vorpommern ist. Und deshalb sind wir unterwegs, um gerade auch in Gesprächen wie jetzt mit den Jugendlichen zu sagen, verlasst euch nicht immer darauf, dass alle anderen etwas für euch, für eure Zukunft tun, sondern Demokratie lebt davon, dass die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes selbst anpacken. Und wir haben gerade in dem Gespräch mit den Jugendlichen nochmal vor Augen geführt bekommen, wie schwierig das unter den Jugendlichen schon ist, weil viele der Jugendlichen halt sagen, naja, was kann man schon verändern in der Politik? Wir haben ja heute Jugendliche getroffen, die sich reinhängen, die Freizeit opfern und die auch die Erfahrung gemacht haben, dass man in diesem Kinder- und Jugendrat erste Veränderungen hingekriegt hat in der Stadt, dass es Menschen gibt, auch im Kommunalparlament, die zugehört haben und die dann auch Ideen, die die Jugendlichen mitgebracht haben, übernommen haben. Das sind ganz wichtige Erfahrungen, die Kinder und Jugendliche machen müssen und hoffentlich sind die wir heute getroffen haben, ein Beispiel für viele andere. Die Mitglieder des Kinder- und Jugendrates waren beeindruckt vom Bundespräsidenten. Ja, keine Frage. Also er hat ja hauptsächlich die Fragen gestellt und wir haben darauf geantwortet. Und er hat sich sehr interessiert gegenüber uns gezeigt. Keine Frage, ja. Frank-Walter Steinmeier trug sich im Anschluss gemeinsam mit seiner Frau Elke Büdenbender in das Goldene Buch der Stadt Schwerin ein. Anregungen für seine weitere Reise hatte sich der Bundespräsident zuvor bei einem Besuch in der Staatskanzlei geholt. Natürlich interessieren wir uns für die große Politik, natürlich haben wir sehr interessiert zugehört, was die Mitglieder des Kabinetts uns berichtet haben über die Entwicklungsmöglichkeiten dieses Landes. Wir haben gehört, dass die Landesregierung sich vorgenommen hat, Mecklenburg-Vorpommern als ein Land zu präsentieren, in dem man nicht nur Urlaub machen kann, sondern in dem es auch zu leben und zu arbeiten gibt. Und wir haben uns, da ich die Probleme aus Brandenburg sehr gut kenne, natürlich auch angehört, wie das Land mit den ländlichen Räumen umgeht. Die ländlichen Räume gestalten, das ist ein Schwerpunkt, den wir heute Morgen von mehreren Ministern im Kabinett gehört und ausgeführt bekommen haben. Von Schwerin aus ging es für Frank-Walter Steinmeier weiter nach Rostock. Dort besuchte er unter anderem die Werft Thamsen Maritim. MV1. Mein Land, mein Sender. Bereits zum 9. Mal verleiht der Natur- und Umweltpark Güstrow den Umweltpreis der Kinder- und Jugendliteratur. Die Jury unter der Leitung von Professor Benno Pubanz besteht aus Schülern verschiedener Schulen und Mitarbeitern unterschiedlichster fachlicher Bereiche. In diesem Jahr sind Bilderbücher zur Auszeichnung vorgesehen. Und Sie haben schon mitgekriegt, es gab eine große Anzahl von eingereichten Büchern, so viele hatten wir noch nie. Aber das Buch, das ausgezeichnet jetzt wird,
hat mit großem Abstand vor den anderen Büchern den Preisträger gemacht. Aus den 51 eingereichten Bilderbüchern ging Pipa Lupina, Wohin mit dem Krimskrams von Monika Finsterbusch und Burkhard Nippeney, als Sieger hervor. Die Jurymitglieder Martin Schenk-Luhn und Martin Illers aus der 5b der Ecolea Internationale Schule Güstrow wissen, was das Buch so besonders macht. Das Buch ist halt sehr kreativ gestaltet und fordert halt auch dazu auf, kreativ zu sein. Und ein bisschen mehr im Leben, nichts wegzuwerfen, Neues zu kaufen immer. Am 4. Oktober findet die offizielle Preisverleihung statt. Die Illustratorin Monika Finsterbusch wird den Preis im Wildpark MV entgegennehmen. Neben der Schülerlaudatio wird der Musiker und Schauspieler Marco Simser eine Lobrede halten. In 2 Jahren wird der nächste Umweltpreis für Kinder- und Jugendliteratur verliehen. Der Geschäftsführer des Natur- und Umweltparks Güstrow, Klaus Tuscher, hofft weiterhin auf aktive Teilnahme. Es sind 3 Schulen, 3 Gymnasien im Boot und alle sind so eifrig und nutzen das Mitspracherecht in der Jury so aktiv, dass man eigentlich nur hoffen kann, ob vielleicht Schule 4 oder 5 dazukommt. Vielleicht an der Stelle so der Aufruf, wer mitmachen möchte, kann sich natürlich gerne melden. Wer jetzt Lust aufs Mitmachen bekommen hat, kann sich gerne informieren unter www.wildpark-mv.de. MV1. Mein Land, mein Sender. Am 19. Juli wurde im Naturerlebniszentrum Myrizeum eine neue Sonderausstellung eröffnet. Mit seinen Aquarien ist das Myrizeum Heimat verschiedenster Fische und anderer Tierarten. Die kleinsten ganz groß. Unter diesem Titel werden Fotografien von Joachim Rahn ausgestellt. Sie geben einen Einblick in die faszinierende Welt der 1000 Seen. Das ist, denke ich mal, was ganz, ganz anderes. Wir bringen nämlich die kleinsten ganz groß raus. Die kleinsten sind die Lebewesen, die man eigentlich gar nicht unbedingt immer mit dem Auge erkennen kann. Und natürlich, wie sollte man das im Myrizeum anders erwarten, geht es hier um die Unterwasserwelt, um die kleinen Kleinkrebse. Der bekannteste Kleinkrebs ist der Wasserfloh, den sieht man auch noch ganz gut. Aber wir haben hier mikroskopische Fotos, die also unter dem Mikroskop entstanden sind, die noch kleinere Tiere zeigen. Und wer hat schon mal vom Sonnenbällchen gehört, das auch in unserem süßen Wasser vorkommt? Durch 120-fache bis zu 2100-fache Vergrößerung werden auch die kleinsten Bewohner der heimischen Seen sichtbar gemacht. Kunstlehrerin Kerstin Dolater nutzte den feierlichen Anlass, dem Myrizeum ein ganz besonderes Geschenk zu überreichen. Eine Collage zu Ehren des inzwischen verstorbenen goldenen Hechts mit dem Titel Inventur im M. MV1. Mein Land, mein Sender. Am 18. Juli fand im Innenhof des Kulturhistorischen Museums Rostock ein ganz besonderes Konzert statt. Die Big Band des Rostocker Konservatoriums, Rudolf Wagner Regenie und das Schlagzeugduo Drumquadrat aus Berlin spielten viele moderne Stücke. Das Historische Museum leistet damit einen weiteren kulturellen Beitrag zum Veranstaltungskalender der Hansestadt.
Ein Museum soll ein Ort für alle sein. Wir zeigen Kultur in unseren Ausstellungen. Wir beschäftigen uns mit dem, wo wir herkommen, was wir sind. Und da gehört natürlich auch Musik dazu. Und Musik in wunderbarer Atmosphäre, die bis 1920 neun reichen Damen vorbehalten war, die hier die Außenwelt abgewehrt haben. Musik auf dem historischen Innenhof des Kulturhistorischen Museums hier im Kloster, das ist schon ein besonderes Erlebnis. Neben den Kunstausstellungen im Inneren des Klosters werden im Innenhof Konzerte und Theaterstücke aufgeführt. Das nächste Konzert findet am 27. September statt. Informationen finden Sie unter www.kulturhistorisches-museum-rostock.de. MV1. Mein Land, mein Sender. Am 21. Juli trafen sich in Greifswald die Wirtschaftsförderer des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Eingeladen hatte die Landesfördergesellschaft Invest in MV. Vor wenigen Wochen hatte sie direkt am Greifswalder Markt repräsentative Räume bezogen. Von hier aus sollen die Aktivitäten der Invest in MV in Vorpommern koordiniert werden. Das Treffen am Freitag diente dem Erfahrungsaustausch, hatte aber ganz konkrete Aufgaben. Wir werden mit den Kollegen auch aktuelle Projekte besprechen und auch unsere Aktivitäten in der Schweiz, die noch dieses Jahr anstehen, in der Türkei, aber auch unsere Ideen, das Thema Brexit zu nutzen. Und dann natürlich auch, wie können wir uns besser präsentieren, unsere Gewerbeflächen besser präsentieren, besser ins Schaufenster stellen, um erfolgreicher zu sein fürs Land. Wirtschaftsminister Harry Glawe lobte die Wirtschaftsförderer im Land. Hunderte Unternehmen konnten in den letzten Jahren erfolgreich angesiedelt werden. Dem Land fehlen aber noch 6 Milliarden Euro an jährlicher Wertschöpfung, um auf eigenen Beinen zu stehen. Ja, die Aufgaben bestehen ja darin, weiter die industriellen Kerne zu entwickeln, Neuansiedlungen zu generieren, aber auch die Erweiterung von Unternehmen zu begleiten. Und wir haben besondererweise jetzt vor, den Landesteil Vorpommern noch intensiver zu vermarkten, um hier eben auch neue Arbeitsplätze zu schaffen. Wir sehen das einerseits natürlich Ansiedlung von Unternehmen im Bereich des Maschinenbaus, aber andererseits sehen wir vor allen Dingen im Bereich der Gesundheitswirtschaft große Chancen, also Medizintechnik, Biomedizin, Pharma, dass wir in dieser Region dafür sorgen, mit der Universität als Kern und mit der Hochschule in Stralsund, dass wir dort doch neue Ansatzpunkte schaffen wollen. Und dazu gehört eben Forschung, Entwicklung, Innovation. Da haben wir 168 Millionen Euro zur Verfügung, um eben neue Produkte zu entwickeln, die von der Wirtschaft bestellt werden. Und die Wissenschaft soll in relativ schneller Zeit dann auch dazu ihren wissenschaftlichen Beitrag leisten, um dann am Ende auch bessere Löhne zahlen zu können. Die Wirtschaftsförderer hatten auch Gelegenheit, ihre Fragen und Probleme anzubringen. Trotz der Erfolge erwarten sie gerade von der Landesregierung weiterhin Unterstützung. Das war eine sehr rege Diskussion. Ich fand sehr interessant, dass also die Wirtschaftsförderer durchaus ihre Erwartungen formuliert haben und auch für die jeweiligen Regionen Hilfe eingefordert haben. Das gilt für Pasewalk, das gilt genauso für das Pommern-Dreieck, gilt aber eben auch für Rostock, Wismar oder eben für Schwerin. Von daher sind alle Wirtschaftsförderer sehr engagiert unterwegs, um in den Regionen die Wirtschaft voranzubringen. Auf der Tagung in Greifswald präsentierten sich Unternehmer des Landes mit erfolgreichen Ansiedlungsbeispielen. Der direkte Austausch mit den Wirtschaftsförderern aus Mecklenburg-Vorpommern kam gut an. Weitere Themen waren internationale Werbung und Vermarktungskonzepte für die Gewerbegebiete des Landes. MV1. Mein Land, mein Sender. Der 16. September, der Tag des diesjährigen UNICEF-Laufes in Schwerin, ist für Kerstin Biedermann etwas ganz Besonderes. Sie rief vor 21 Jahren den Lauf ins Leben und gründete auch das UNICEF-Junior-Team am Gymnasium Fridericianum. Für sie war schon immer eine Herzensangelegenheit, Jugendlichen UNICEF näher zu bringen. Während der Projektwoche im Fridericianum konnte Kerstin Biedermann gemeinsam mit dem UNICEF-Junior-Team für den Lauf werben. Die Schüler arbeiten fast eigenständig und bringen ihre eigenen Ideen mit. Die Spendenerlöse gehen an ein Projekt in Guatemala. Wir wollen ein Kinderschutzzentrum erbauen und dazu brauchen wir jede Menge Geld. In diesem Kinderschutzzentrum kommen Kinder, die also misshandelt werden, in welcher Form auch immer, körperlich, sexuell, psychisch. Und wir brauchen unbedingt dieses Kinderschutzzentrum. Kurz vor Schulende, bevor es Zeugnisse gibt, ist traditionell Projektwoche im Schweriner Gymnasium.
Das UNICEF-Junior-Team beschäftigt sich schon einige Wochen mit dem UNICEF-Lauf. Sie organisieren das Event. Während der Projektwoche wurde gebastelt und auch auf Kinderrechte aufmerksam gemacht. Weißer Stoff wird bemalt und das soll dann also eine Ausstellung werden. Und wir haben eine spezielle Wimpelform erfunden für die Werbung für den UNICEF-Lauf. Und dann haben wir eine spezielle Laufgruppe innerhalb der Projektwoche, die also auch solche Dinge machten, Einladungen verschicken, dann eben auch genauestens planen, was am 16.09. dann stattfindet und wie. Nach den Sommerferien gehen die Vorbereitungen für den 21. UNICEF-Lauf in die Endphase. Dann jedoch plant das UNICEF-Junior-Team nicht während, sondern nach dem Schulunterricht die letzten organisatorischen Schritte. Die Arbeit der Schüler folgt dabei dem UNICEF-Motto Kinder für Kinder. Dankeschön. Na, was macht dich an? Was mich anmacht, das kann ich dir sagen. Waren, Stralsund, Greifswald, Anklam, Schwerin, Neustrelitz, Wismar, Güstrow, Rostock, Neubrandenburg, Bad Doberan. Antenne MV. Unser Land macht uns an. Jetzt neu, der Radiomorgen für Mecklenburg-Vorpommern mit XXL-Morgenmann Onni Schlebusch. Wir hören uns ab 5. Neugierig erkunden Julian und Arne das Korallenriff. Dank der neuesten Attraktion des Deutschen Meeresmuseums in Stralsund können sie quer durch das Riff schwimmen, ohne nass zu werden und seine Bewohner kennenlernen. Möglich ist das dank des virtuellen Korallenriffs des Leibniz-Zentrums für marine Tropenforschung aus Bremen. Gesteuert wird die Reise mit Hilfe einer Spielekonsole. Damit möchte man vor allem jüngere Museumsbesucher begeistern und animieren, sich mit diesem wichtigen Lebensraum zu beschäftigen. Ja, wir haben das größte Korallenriff in einer Ausstellung in einem Museum in Deutschland, hier als Nachbau. Und was uns fehlte, ist so eine Vermittlung der Inhalte, der Themen zu so einem Korallenriff für die etwas Jugendlichen. Und da haben wir gedacht, das passt ganz prima, was das ZMT entwickelt hat, so ein virtuelles Korallenriff, wo man sozusagen als Taucher mit reinsteigen kann, wo man selbst sich die Fische bestimmen kann, die Korallen bestimmen kann, was zu den Gefahren erleben kann. Und es wird auch sehr gut schon von unseren jungen Besuchern hier angenommen. In dem 5 Meter hohen Korallenriffpfeiler können die Besucher die Nachbildung eines Korallenriffs im Maßstab 1:1 entdecken. Mit Hilfe einer Lichttoninstallation werden im Zeitraffer Tag und Nacht simuliert. Der Korallenriffpfeiler ist der größte seiner Art in ganz Deutschland. Dieses große, fast 5 Meter große Modell eines Korallenriffes geht zurück ursprünglich auf zwei Reisen, die die Museumskollegen 1976 und 1979 ins Rote Meer gemacht haben, damals mit Handelsschiffen der DDR-Schifffahrtsflotte. Und dies bot ihnen die Gelegenheit, Korallenmaterial nach Stralsund zu bringen und hier im Museum dieses große Modell aufzubauen. Das Korallenriff ist Teil der Dauerausstellung des Meeresmuseums Stralsund. Mit einer Mischung aus Aquarien, Nachbildungen und Installationen, wie zum Beispiel dem Meeresglobus, stellt das Museum den Besuchern den Lebensraum Meer vor. Im April 2017 wurde in zwei Räumen eine neue Sonderausstellung eröffnet: Schatzkammer Tiefsee mit einem aus dem Indischen Ozean geborgenen schwarzen Raucher.
Der goldene Schimmer aus dem Inneren rührt von wertvollen Kupferablagerungen her, die durch 400 Grad heiße Wasserströme aus dem Erdinneren heraufgespült werden. Das Deutsche Meeresmuseum hat montags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Mehr Informationen unter www.deutsches-meeresmuseum.de. MV1. Mein Land, mein Sender. Eine Stunde später stand ich vom Strandhafer zerkratzt zwischen den Dünen und sah aufs Meer hinaus. Auf diesen atemberaubend grenzenlosen Spiegel aus Flaschengrün und mancherlei Blau und Silberglanz. Erich Kästner erinnert sich 1914 an seine erste Begegnung mit dem Meer. In Gralmüritz blickt er in die unendliche Weite der Ostsee. Müritz heißt so viel wie am Meer gelegen. Und dieser schöne Ort hat im Laufe der Geschichte nicht nur Schriftsteller magisch angezogen. Eine Geschichte, die im 14. Jahrhundert beginnt und im Gralmüritzer Heimatmuseum fast lückenlos präsentiert wird. »1328 erhalten die Nonnen des Ribnitzer Klosters St. Klaren Land von Heinrich dem Löwen geschenkt. Sie bauen in Müritz einen Klosterhof, betreiben hier Kohl- und Hopfenanbau und Tierzucht. Heute erinnert eine Statue von Clara von Assisi, der Gründerin des Klarissenordens, an die Ursprünge des Ortes. Der westliche Gemeindeteil Gral wird im 16. Jahrhundert erstmals erwähnt, als hier ein Erbpachthof errichtet wird. Dieser Erbpachthof wurde 1752 parzelliert und aus dieser Parzellierung sind hier in Gral 10 Großbündnereien entstanden. Bündner waren ja Kleinbauern mit 7 Hektar Land und hier die Graler Bündnereien hatten 12 Hektar. Und die Müritzer nur 9, das lag daran, weil die Männer der Müritzer Bündnisfrauen auch zur See fuhren, damit die nicht so viel Arbeit hatten. Bis Anfang des 19. Jahrhunderts bleiben Gral und Müritz unbeachtete Bauern- und Fischerorte. 1806 werden sie von napoleonischen Truppen besetzt. Einige Einwohner werden für die französische Armee geworben. Nach ihrer Heimkehr bekommen sie als Lohn Land und Baumaterial zum Hausbau. So entstehen ab 1815 diese redgedeckten Büttnerhäuser in der Ribnitzer Straße. Zum Beispiel das Haus Timm, das wie viele Häuser in Müritz bald auch Zimmer für Logiergäste bietet. Schließlich beginnt schon 1820 der Badeverkehr. 1873 errichtet Joachim Witt die erste Badeanstalt in Müritz. Für einen erheblichen Aufschwung im Bade- und Kurbetrieb sorgt Karl von Mettenheimer, der Leibarzt des mecklenburgischen Großherzogs. Er macht 1877 auf die bioklimatischen Vorzüge an diesem Küstenabschnitt aufmerksam. 1884 eröffnet das Friedrich-Franz-Hospiz das erste Kinderhospital an der Ostsee. Und noch heute gibt es hier eine Kinderklinik, die AKG Kinderklinik Tannenhof. Vom ersten Hotel in Müritz existiert nur noch ein altes Foto. Anastasia hieß es und stand dort, wo sich heute das Rathaus befindet. Weitere Hotels im Stil der Bäderarchitektur werden gebaut, zum Beispiel das Waldhotel in Gral, das sich heute noch nahezu unverändert präsentiert. Hier verbrachte der Schriftsteller Robert Musil den Sommer 1906. Immer mehr Literaten und Maler kommen seitdem in den Ort, entfliehen den großen Städten und suchen hier Ruhe und Inspiration. Ich sage immer wieder, wie andere Orte einer Künstlerkolonie sind, wie Arnshoop oder Worpswede, ist Gralmüritz mehr ein Ort der Schriftsteller. Es waren also hier bekannte Literaten, Kästner, Kafka, Falada, Kembowski, Herbert Nachbar, Musil, Ove Jonsson, Clara Zetkin, Willy Predel. Oder hier gegenüber im Seeschloss
wohne der Theaterkritiker Alfred Kehr. Die erste Seebrücke wird 1882 vom Besitzer des Hotels Anastasia errichtet. Sie wird aber schon im Folgejahr durch eine Sturmflut wieder zerstört. 1905 wird eine Seebrücke in Grahl gebaut, was die Müritzer ziemlich verärgert. Ein Jahr später bauen sie aber eine eigene Brücke, dort wo die jetzige steht. Und später noch eine weitere in Müritz-Ost. Bis heute überdauert hat keine der damaligen Brücken. Die heutige wurde 1993 erbaut. Die Müritzer und die Grahler waren sich noch nie so ganz grün. Müritz ging es wirtschaftlich etwas besser. Viele Reibereien zwischen den Ortsteilen sind bekannt. Als Grahler nach Müritz zu gehen, ohne Hau zu bekommen, war selten oder umgekehrt natürlich auch. Es gibt auch ein Beispiel hier mit unserer evangelischen Kirche zum Beispiel. Wenn man früher in die Kirche reinkam, links sitzen die Müritzer, rechts sitzen die Grahler. Ich sitze immer rechts, ich käme nie auf die Idee, mich links hinzusetzen. Die Lukaskirche, die 1908 im Stil der Neoromanik gebaut wurde, steht in etwa an der Grenze zwischen beiden Ortsteilen. Lange gehen Grahler und Müritzer getrennte Wege. 1938 werden die Gemeinden per Dekret zusammengelegt. Grahl-Müritz entwickelt sich weiter zum Gesundheits- und Tourismusort, der inzwischen weit über die Grenzen Mecklenburg-Vorpommerns hinaus einen guten Ruf genießt. Immer mehr Gesundheits- und Erholungseinrichtungen entstehen im 20. Jahrhundert. Zu DDR-Zeiten betrieb man hier die Richard-Assmann-Klinik, eine Reha-Klinik für Patienten zur Naherholung nach einem herzchirurgischen Eingriff. Nach der Wende wurde sie zum AKG-Reha-Zentrum umgebaut. Einer der größten touristischen Anziehungspunkte entsteht 1955 bis 1961. Auf einer ehemaligen Sandgrube wird der Rhododendron-Park geschaffen. 1998 erhält Grahl-Müritz den Titel Seeheilbad. Inzwischen wissen über 1 Million Gäste jährlich die besonderen klimatischen Bedingungen und Erholungsangebote in Grahl-Müritz zu schätzen. Und vielen geht es so, wie es die Mutter des Schriftstellers Hans Fallada einst in ihr Tagebuch schrieb. Die Berge, so schön sie sind, eignen sich für uns nicht. Wir wollen es wieder mit der See versuchen. Wir sind dann viermal, 1906, 1907, 1908, 1909, in Grahl in Mecklenburg gewesen und fühlten uns da vollkommen glücklich. MV1. Mein Land, mein Sender. Allein der Titel verspricht schon eine ungewöhnliche Ausstellung. Es geschieht enorm viel Unfug mit Fotos. Ernst Barlach und seine Fotografen. Wird bis zum 3. Oktober in der Ernst-Barlach-Stiftung Güstrow zu sehen sein. Ernst Barlach als einer der bedeutendsten deutschen Bildhauer und Zeichner ist häufig fotografiert worden. Der reiche bildliche Nachlass gibt einen spannenden Einblick in verschiedene Lebensstationen des Ausnahmekünstlers. Es werden auch Fotos gezeigt, die den privaten Alltag des eher zurückgezogen lebenden Ernst Barlach zeigen. Barlach nutzte das Medium Fotografie. Gleichzeitig schwang immer eine Portion Misstrauen gegenüber dem Fotografen mit. Wagen Sie einen besonderen Blick auf das Leben eines besonderen Künstlers. Zwei Museen, ein Künstler. Die Rostocker Kunsthalle und das Museum de Fondatie im niederländischen Zwolle zeigen eine Retrospektive des Leipziger Bildermachers Wolfgang Mattheuer. Den Anfang macht die Kunsthalle der Hansestadt. Vom 1. Juli bis zum 17. September sehen Sie mehr als 80 Gemälde Mattheuers. Hintergrund ist der 90. Geburtstag des Künstlers. Zu sehen sind unter anderem Leihgaben aus der Berliner Nationalgalerie, dem Frankfurter Städel und der Hamburger Kunsthalle. Auch internationale Museen haben Objekte für diese Werkschau gegeben. Mattheuer gilt als scharfer Beobachter seiner Zeit. Er zeigt ein einzigartiges Gespür für die Verquickung von Form und Inhalt. Mattheuer zählt neben Werner Tübke und Bernhard Heising zu den Begründern der bekannten Leipziger Schule.
Die Kunsthalle Rostock wird unterstützt von den Freunden der Kunsthalle Rostock.